Ja, herzlich willkommen. Es ist mal wieder Mittwoch und es heißt mal wieder Gold und Silber stehen im Mittelpunkt. Und ich glaube, es ist unsere erste Sendung, wo wir uns sehen zum Thema nach dem Brexit, oder? Brexit war vergangenen Freitag gewesen, völlig überraschend. Plötzlich hieß es, boah, die Briten treten tatsächlich aus der EU aus oder auch doch nicht. So genau weiß man es ja mittlerweile dann doch wieder nicht. Aber auf jeden Fall, die Mehrheit hat sich wohl für einen Brexit entschieden. Und was ist passiert? Gold ist in der ersten Reaktion nach oben geschossen. Ich glaube, wir waren intraday, kurz nachdem die ersten Hochrechnungen rauskamen, über 1.350 gewesen. Ich glaube, fast bei 1.360 Dollar. Ist natürlich eine erste emotionale Überreaktion gewesen. Der Goldpreis hat sich dann wieder ein bisschen beruhigt. Aber wichtig war aus charttechnischer Sicht, wir haben das Hoch aus dem vergangenen Jahr, das wir hier schon gar nicht mehr drauf haben, bei 1.308 Dollar aus dem Markt genommen. Und der Goldpreis hat sich mittlerweile ganz gut darüber etabliert. Und wir sehen ganz schön, im Prinzip sind wir aus dieser Sideways-Range, die wir hier aufgemacht haben, ausgebrochen. Das heißt eigentlich ganz, ganz starkes Kaufsignal. Was uns ein bisschen nachdenklich stimmt, ist, wir haben so COT-Daten gehabt, also so die Daten, die wir jede Woche am Freitag bekommen, von den Future-Märkten. Da haben wir gesehen, die Commercials sind extrem auf die Short-Seite gewechselt. Die haben über 300.000 Netto-Short-Positionen aufgebaut gehabt auf Gold. Die großen Spekulanten, also die Hedgefonds, haben im Vorfeld des Brexit extrem auf Long gesetzt und haben extreme Long-Positionen ausgebaut. Also hat sich eine sehr, sehr große Schere ausgebaut und die wird in der Regel geschlossen. Das heißt, eine Korrektur beim Goldpreis. Allerdings, und das sollte man bedenken, diese Daten, die wir am Freitag bekommen, beziehen sich auf den Dienstag der vorangegangenen Woche. Und an diesem Dienstag kam zum einen, dass von Dienstag bis Donnerstag noch ein Rutsch beim Goldpreis stattgefunden hat. Und am Freitag hatten wir Rekordumsätze an der COMEX, weil sehr, sehr viele, sehr, sehr viel gehandelt wurde. Also wir wissen eigentlich nicht, was da wirklich passiert ist. Wir haben keine Ahnung davon, was eigentlich hier wirklich vonstatten gegangen ist. Sehen Sie eigentlich das auch, was ich hier sehe? Das läuft hier so über den Monitor, ist total aufregend. Neue Technik, willkommen im 21. Jahrhundert. So, Gold haben wir eigentlich im Prinzip genug, wie wird es weitergehen? Ganz, ganz schwierig natürlich ein bisschen zu sagen, aber ich glaube, die Bewegung, die wir heute sehen, erneut im Plus. Wir haben auch gleich, das werden wir gleich sehen, Silber ebenfalls im Plus. Also es schaut ganz gut aus, dass wir Anschlusskäufe sehen werden. Und obwohl einige meinen, habe gestern wieder einen Artikel gelesen in Amerika, da stand Gold preparing for the bloody summer. Also für einen blutigen Sommer. Wir gehen davon aus, dass Gold unter Druck kommen wird, weil die Institutionellen verkaufen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Sehr, sehr viele Institutionelle sind in ETF bzw. in SPDR Gold Shares geflüchtet, also in einen Gold ETF. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den jetzt wieder verkaufen, um an den Aktienmarkt zurückzukehren, weil ich nicht glaube, dass diese ganze Panik an den Aktienmärkten schon ausgestanden ist. Wir haben noch einige Ereignisse, insbesondere natürlich die Wahl in den USA im November. Und sollte tatsächlich Donald Trump Präsident werden, glaube ich, dass das ebenfalls ein Katalysator sein wird für den Goldpreis, um ihn weiter nach oben zu treiben. Dazu sollten wir eins nicht vergessen, diese Zinswende, die wir in den USA groß angekündigt haben. Es hieß ja, ja, jetzt endlich wieder Normalität, wir kehren zurück zur Normalität, die Zinsen werden wieder steigen in den USA. Ich glaube, die ist erstmal abgeblasen, oder? Also ich glaube, dass wir jetzt bei der nächsten Notenbank-Sitzung wahrscheinlich hören werden, beziehungsweise die nächste ist ohne Pressekonferenz, aber wahrscheinlich wird es irgendwie so ein Schriftstück dazu geben, wo es heißt, ja, der Brexit bedeutet so viele Unsicherheiten für die Weltwirtschaft, dass wir erstmal auf den Zinsschritt verzichten und das Ganze wird erstmal, ja, so ein bisschen weiter in den Herbst verlagert, direkt vor der Wahl, wird man dann sagen, ja, vor der Wahl wollen wir auch nichts machen, da sind wir alle so ein bisschen befangen dann, sollen wir das machen, vielleicht im Dezember und bis Dezember, da fällt uns vielleicht eine andere Ausrede ein. So, blicken wir also mal auf den Silberchart, wenn mich nicht alles täuscht, das haben wir so traditionell hier, erstmal Gold, dann Silber. Silber sehen wir auch ganz schön hier heute im Plus bei 18,30 $. Wieso ist das wichtig? Ganz einfach. Wir haben hier dieses Hoch, das übrigens intraday ein bisschen höher war, bei 18,04. 18,04 war ein wichtiger Widerstand gewesen. Das haben wir momentan intraday aus dem Markt genommen. Richtig ist, wir waren auch hier intraday schon höher gewesen. Freitag erste emotionale Überschwang, bumm, schnurstracks nach oben. Hat sich aber alles wieder ein bisschen korrigiert. Und es schaut ein bisschen nach Ausbruch aus und es wäre tatsächlich dann so, dass wir bei Gold ein Kaufsignal haben, bei Silber ein Kaufsignal haben. Wir haben zwar schlechte COT-Daten, aber stellen wir die mal hinten an, behalten wir im Hinterkopf, dass wir nicht gleich überschwänglich werden. Aber das schaut doch alles sehr, sehr, und jetzt kommt dieses neue Lieblingswort, konstruktiv aus. Also es schaut tatsächlich so aus, als ob es weiter nach oben gehen könnte. Ich glaube, all das sind Bestätigungen. Welcome to the Bull Market 2016. Ich glaube nicht, dass ernsthaft noch einer daran zweifelt, dass wir einen Bärenmarkt haben. Nochmal,
Das kennzeichnet einen Bullenmarkt. Höhere Tiefs, höhere Hochs. Und genau das haben wir. Also, es schaut sehr, sehr viel danach aus, als ob dieser Bärenmarkt, der uns fast 4 oder 4,5 Jahre begleitet hat, hinter uns liegt und dass wir uns jetzt allmählich wieder in einem neuen Bullenmarkt befinden. Und weil viele sagen, Mensch, Minenaktien sind schon gut gelaufen, Gold sind schon gut gelaufen, Silber sind schon gut gelaufen. Ich sage Ihnen eins, wir sind am Anfang. Also wenn das ein neuer Bullenmarkt wird und es schaut alles danach aus, dann stehen wir jetzt am Anfang. Wir waren bei Silber bei 50 Dollar gewesen, jetzt stehen wir bei 18 Dollar. Also da ist noch jede Menge Spielraum, es ist noch nicht zu spät einzusteigen. Ich habe gestern bei Goldfolio geschrieben, schwache Tage sind Kauftage und ich glaube, dabei bleibe ich auch. Gestern haben wir schon so einen schwachen Tag gesehen, bei den ein oder anderen Aktien hat sich mit Sicherheit schon der Kauf rendiert. Was habe ich noch dabei für Sie? Ah, einen Vergleichschart und das ist ganz interessant. Der US-Dollar und Yen, die Korrelation zu Gold ist extrem hoch. Also wenn Sie sich das mal anschauen, wie das so ausschaut, wenn der Dollar zum Yen stärker wird, wird Gold schwächer. Wenn der Dollar zum Yen fällt, das sehen Sie hier diesen Trend, Dollar zum Yen wird schwächer, steigt der Goldpreis. Also diese Korrelation ist ganz, ganz wichtig. Sehen Sie auch hier, gut, war es annähernd parallel, aber auch hier sehen Sie das zum Beispiel. Also Dollar wird stärker zum Yen, Gold fällt. Dollar wird schwächer zum Yen, Gold steigt. Also das ist so ein Währungspaar, wenn Sie Goldanleger sind, legen Sie sich das irgendwo auf eine Watchlist, damit Sie einfach mal sehen, diese Korrelation ist extrem auffallend hoch, hat ein bisschen was mit Carry Trades zu tun, die immer wieder getätigt werden, aber Sie sehen nochmal, Gold steigt ungefähr 15%, während Dollar-Yen, der Dollar ungefähr 16% verliert. Okay, es waren 11,8%, nichtsdestotrotz, die Korrelation ist auffallend hoch und die lässt sich auch über die Jahre vorher noch zeigen. Also ganz, ganz interessantes Verhältnis immer. Schauen Sie sich Dollar-Yen an. Das ist wirklich so der beste Indikator dafür, wie der Goldpreis sich weiter verhalten wird. So, was habe ich noch dabei? Öl. Ja, ganz kurz ein Blick auf Öl gehört einfach dazu. Wir korrigieren ein bisschen, wir konsolidieren ein bisschen. Das Ganze könnte eine bullische Flagge werden hier. Könnte sich noch ein bisschen hinziehen. Bullische Flagge heißt, wir haben grundsätzlich übergeordnet den Aufwärtstrend. Also ganz übergeordnet haben wir noch Abwärtstrend, aber das ist unser Aufwärtstrend. Dann kommt eine Korrektur in Form einer bullischen Flagge und dann brechen wir dann irgendwann nach oben aus. Also, schaut eigentlich gar nicht mal so wahnsinnig verkehrt auf, auch wenn es jetzt wieder heißt, boah, unter die 50 Dollar gefahren ist natürlich ganz, ganz schlecht oder sowas. Nein, deshalb werfen wir nicht gleich die Flinte ins Korn. Es ist nicht wahnsinnig schlecht, es ist einfach eine Korrektur, die überfällig war. Es schaut nach einer bullischen Flagge aus, wenn wir ein bisschen weiter beobachten, aber es könnte durchaus weiter nach oben bei Öl gehen. Natürlich, Öl leidet ein bisschen unter diesem Brexit-Angst, weil eben, ja, Weltkonjunktur könnte betroffen sein, das Weltwirtschaftswachstum könnte schwächer ausfallen, dadurch sinkt die Nachfrage nach Öl. Aber ich würde mich da nicht verrückt machen lassen. Es schaut insgesamt noch wahnsinnig konstruktiv aus, was der Ölpreis macht. Barrick Gold. Barrick Gold habe ich dabei, weil wir sie traditionell dabei haben, weil es sehr viele Leute interessiert und weil es eine Aufstufung gab, und zwar von Goldman Sachs. Goldman Sachs hat die Aktie von Barrick Gold auf die Conviction-Buy-Liste gesetzt. Also, Goldman Sachs sagt Conviction-Buy. Oh nee, das spare ich mir, das schreibe ich jetzt nicht ganz hin. Also auf jeden Fall, bei. Warum ist das wichtig? Weil es ist ein bisschen widersprüchlich, weil nämlich Goldman Sachs auf der einen Seite sagt, wir glauben Barrick Gold, Conviction Buy, 27 Dollar Kursziel. Gleichzeitig stellt sich Jeffrey Curry, Head of Commodities von Goldman Sachs, gestern ins Fernsehen und sagt, er geht davon aus, dass Gold kein Aufwärtspotenzial oder kaum noch Aufwärtspotenzial von hier hat. Nun muss man wissen, Jeffrey Curry ist so ein Permabär, also der war permanent bärisch für Gold gewesen, auch schon über die letzten Jahre, da hat er natürlich recht gehabt, jetzt hat er nicht mehr recht, jetzt ist Gold gestiegen, Goldman musste jetzt zweimal hintereinander die Goldpreisprognose anheben, mit Sicherheit zähneknirschend, weil es natürlich für eine weltgrößte oder weltbeste oder die coolste Bank auf diesem Planeten wahnsinnig schwierig ist zuzugeben, dass man komplett verkehrt lag. Es passt aber nicht zusammen, wenn ich auf der einen Seite sage, Gold hat kein Aufwärtspotenzial mehr, aber sagt, der weltgrößte Goldproduzent ist auf der Conviction-Buy-Liste. Das passt einfach nicht zusammen. Natürlich, Chinese Walls, verstehe ich, das sind unterschiedliche Abteilungen. Die eine Abteilung sagt, wir schauen uns nur die Commodities an, also die Rohstoffe. Die andere sagen, wir schauen uns Aktien an. Nichtsdestotrotz, so ein bisschen Absprache würde ich, glaube ich, ganz gut tun, damit es auch ein bisschen ins Gesamtbild passt, weil ich glaube nicht, dass wenn Gold fällt, Barrick Gold wirklich also einer der besten Käufe auf diesem Planeten ist. Das glaube ich nicht, aber ich glaube ohnehin nicht, dass Gold derart wieder einbrechen wird. Newmont Mining ebenfalls hochgestuft von Goldman Sachs, Kursziel deutlich erhöht. Ich glaube auch Newmont Mining hat noch wahnsinnig Potenzial. Und hier sehen Sie auch so ein bisschen, wollte ich Ihnen mal zeigen, so, wir hatten hier so eine leichte Konsolidierungsphase, also wir haben hier gesagt, und jetzt sind wir ausgebrochen nach oben, also Kaufsignal generiert.
Wenn wir uns in Ruhe anschauen würden, dann wüssten wir, dass wir noch ein bisschen Widerstände im Markt haben. 240 Punkte ist zum Beispiel ein ganz, ganz massiver Widerstand im Hui. Aber und dann auch noch 250, 260 Punkte. Also da liegen schon einige Widerstände im Markt. Aber ich glaube, so die ersten Charts generieren Kaufsignale. Newman ist eine Aktie davon. Agnico Eagle ist mit Sicherheit eine andere Aktie davon. Barrick ebenfalls. Also ich glaube, das Ganze schaut wahnsinnig gut aus. Und ich glaube, dass die Aktien auch weiterlaufen werden, beziehungsweise dass die Aktien auch die Rallye weiter anführen werden. Also Newman Mining, wenn Sie einen großen Produzenten suchen, wie gesagt, mein Favorit wäre eigentlich Agnico Eagle, aber Sie können auch Newman Mining zuschlagen, die Aktie sieht nach wie vor gut aus. Schauen Sie auch mal, wo wir herkommen. Wir standen Ende letzten Jahres bei 15 Euro und jetzt bei 34 Euro, macht ein Plus von 100 und, ja, keine Ahnung, 110, 120 Prozent. Ich glaube, auf die letzte Prozentzahl kommt es auch nicht mehr an, es schaut insgesamt sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, die Aktie hat weiterhin Potenzial. Das ist, glaube ich, das Wichtigere, als wenn wir uns nur die Vergangenheit anschauen. McEwen Mining, sollte ich mal wieder was dazu schauen, es ist natürlich der Überflieger. Will ich Ihnen eine Story erzählen? Im November vergangenen Jahres, irgendwann hier, habe ich die Aktie im Aktionär empfohlen. Und da kamen so einige und haben gesagt, spinnst du, bist du wahnsinnig? Wie kann man McEwen Mining empfehlen? McEwen Mining ist, naja, Mine Mexiko, Silber, Gold, Argentinien. Boah, Argentinien hören wir bloß damit auf. Argentinien kann man nicht investieren als Mineninvestor, habe ich gesagt. Doch, ich glaube schon. Die Aktie war einer der Highflyer schlechthin. Das sehen Sie auch ganz gut hier. Charttechnisch sieht es immer noch fantastisch aus. Ich glaube, dass sie kurzfristig etwas überkauft ist, die Aktie. Kann durchaus mal mit so eine seitliche Konsolidierungsphase eintreten. Nichtsdestotrotz, Rob McEwen ist der Mann schlechthin in der Minenbranche. Er hat Goldcorp zu dem gemacht, was es heute ist. Oder vielleicht hat er Goldcorp zu dem gemacht, was Goldcorp vor einigen Jahren war. Denn die Aktie tut sich momentan auch relativ schwer. Aber ich glaube, McEwen Mining ist mit Sicherheit eine der Aktien, die Überflieger schlechthin war. 200-Tage-Linie dreht so langsam nach oben. Wie gesagt, ich glaube, eine Konsolidierung täte der Aktie ganz gut, aber insgesamt natürlich mit dem besten Management überhaupt ausgestattet und der hält 25% an dem Gesamtunternehmen. Also, McEwen Mining, die Story stimmt, aber wie gesagt, kurzfristig etwas überhitzt. Was haben wir noch? Sandstorm Gold habe ich dabei. Warum Sandstorm Gold? Sandstorm Gold ist eine Royalty-Gesellschaft, das heißt, die produzieren selbst gar nichts. Sie sagen, okay, wir geben der Gesellschaft XY Geld vorab, damit die eine Mine bauen und wir beziehen, was ihr als Beiprodukt fördert, zum Beispiel Gold oder Silber als Beiprodukt zu einem festgelegten Preis, meistens so 20% des Spotpreises. Wer mich kennt, der weiß, dass ich kein ganz großer Freund von Royalty- oder Streaming-Konzernen bin. Ich glaube, die Konzerne hatten ihre gute Phase, die hatten sie in den vergangenen Jahren. Jetzt, wenn Gold steigt, glaube ich, bin ich mit den Produzenten besser aufgestellt. Nichtsdestotrotz, Sandstorm hat eine Kapitalerhöhung gemacht, verwässert die Aktionäre um ungefähr 10%. Also 10% der schon bestehenden Aktien werden nochmal zusätzlich ausgegeben. Man will Schulden senken, heißt es. Allerdings hat man gar nicht allzu viele Schulden, aber das Management ist relativ konservativ geworden. Mit Sicherheit hat da auch irgendwann dieses Colossus Minerals Desaster vor einigen Jahren mit reingeführt, als man wirklich ganz gewaltig auch ein bisschen in Schieflage geraten ist, als das Unternehmen pleite ging, also Colossus. Sandstorm, wie gesagt, charttechnisch eigentlich ganz spannend aus. Wir sehen jetzt den Rücksetzer, wird ungefähr 10% betragen, die Rücksetzer normalerweise, aber wie gesagt, das sind die Aktien, die ausgegeben werden. Ich persönlich bin kein Freund von Royalty-Gesellschaften. Wenn Sie natürlich möchten, können Sie einige Stücke ins Depot legen. Ist mit Sicherheit nicht schlecht, ich glaube nur, Sie sind momentan mit den Produzenten besser aufgestellt. Ich glaube, einen haben wir noch. Yamana Gold. Warum auch Yamana Gold? Ganz interessant. Sandstorm hat nämlich noch Ende letzten Jahres, Beginn dieses Jahres, legen Sie mich mal nicht fest, im letzten Jahr war es, einen Deal mit Yamana abgeschlossen, oder Gemana, wie es eigentlich aussprechen müsste. Ich bleibe mal bei der deutschen Aussprache, weil sie Yamana. Yamana abgeschlossen, ein riesen Deal, über 100 Millionen Dollar vorab gezahlt, um eben dann im Gegenzug Edelmetalle von Yamana zu bekommen. Yamana kam das Ganze ganz gerecht. Man hat nämlich einiges an Schulden, das konnte man dadurch tilgen, ein bisschen was zumindest. Die Aktie schaut sehr, sehr konstruktiv aus, wenn Sie sich das anschauen. Vielleicht sollte man es nicht übertreiben mit diesem Konstruktiv. Also die Aktie schaut gut aus. Wir haben eine deutliche Erholung gehabt, haben jetzt so hier so einen, die Unterstützung hier in dem Bereich von ungefähr 3,80 hat gehalten. Jetzt sind wir so, wenn wir hier ausbrechen könnten, und es schaut so ein bisschen danach aus, ob wir das eventuell heute schaffen, würde ein neues Kaufsignal generiert werden. Also ich bin für Yamana relativ bullish. Ich glaube, das Chartbild spricht eigentlich für sich, für weiter steigende Kurse. Übrigens auch ganz schön hier zu sehen, Bodenbildungsphase im vergangenen Jahr. Und das war auch so, was ich war, kann ich mich noch erinnern, in Berlin auf einem Vortrag gewesen. Und da habe ich damals gesagt, ich glaube, und das war im Oktober, am Börsentag Berlin, ich glaube Oktober noch gewesen, da habe ich gesagt,
Ich bin mir relativ sicher, dass wir den Boden bei den Edelmetallen gesehen haben, aber Ihnen kann niemand genau sagen, wann so eine Trendwende stattfindet. Denn der Markt kann immer noch übertreiben. Aber es gab letztes Jahr genügend Anzeichen dafür, haben wir ja x-mal drüber gesprochen. Große Investoren, die sich positionieren, Smart Money, das wieder in den Markt fließt. Erste Deals kamen auf. Es folgten keine wirklich massiven neuen Tiefs mehr. Und all das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich das angekündigt habe. Wie gesagt, Sie können das niemals auf den Tag genau timen. Also ich meine, klar, ja, irgendeiner hat es gewusst, ist mir schon klar. Aber Sie können es nie auf den Tag timen, Sie können nur den Trend erkennen. Und der Trend hat letztes Jahr auslaufen. Und dass diese explosivartige Bewegung, die wir heuer zum Jahresanfang, übrigens hier auch bei Yamana, sehen Sie ganz schön, gesehen haben, dass die so derart stark kommt, das war dann doch eine Überraschung gewesen. So, jetzt sagt mir der Mann im Ohr, es gibt von R.E.M. ein Lied, Man in the Moon, bei mir ist es der Mann in the Ear, Man in the Ear, sagt, ich soll zum Ende kommen, mache ich natürlich auch. Also, bleiben Sie optimistisch. Ich glaube, bei den Edelmetallen werden wir sehr, sehr, sehr viel Spaß noch in den nächsten Quartalen oder Jahren haben. Ich glaube, dass wir am Anfang eines riesigen Gold- und Silberbullenmarktes stehen. Und wenn Sie Lust haben, schauen Sie mal bei Facebook vorbei, bei Goldfolio. Und ich kann jetzt schon ankündigen, wir werden auch einen eigenen Goldminenindex demnächst noch herausbringen, der sich ein bisschen vom Huio unterscheiden wird, weil ein bisschen mittelgroße Produzenten mit drin sein werden, die vielleicht ein bisschen mehr Dynamik reinbringen. All das dazu mehr nächste Woche. Von meiner Seite war es das jetzt wieder. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und wenn Sie möchten, wie gesagt, schauen Sie mal vorbei. Bis dorthin, machen Sie es gut.